Ein Begriff, den man bei Wechselrichtern antrifft, ist der sogenannte Modulationsgrad. Den möchte ich jetzt kurz erklären. Tatsächlich per Definition ist dieser Modulationsgrad das Verhältnis der Amplitude der Grundschwingung, das heißt der Amplitude UA1max zur Zwischenkreisspannung, beziehungsweise zu dem Maximalwert der rechteckförmigen Ausgangsspannung. Das wollen wir uns kurz nochmal angucken bei der Halbbrückenwechselrichter mit Sinus-PWM. Das heißt, tatsächlich hatten wir den betrachtet und dann haben wir hier gesagt, okay, dieses Ausgangssignal UA0 enthält jetzt diese Grundschwingung. Das ist jetzt irgendein Verlauf UA1 von T bei der Signalfrequenz, die proportional ist zu UREF. Und dann haben wir hier eine Amplitude, also dieser Maximalwert hier UA1max. Und jetzt ist es so, die maximale Spannung der rechteckförmigen Ausgangsspannung wäre hier bei diesem Halbbrückenwechselrichter plus UD halbe. Dann ist hier der Modulationsgrad definiert bei der Halbbrücke als MU gleich UA1max zu UD halbe. Das gilt bei der Halbbrücke. Später bei der Vollbrücke wird Folgendes gelten. Dort ist die Amplitude der Zwischenkreisspannung doppelt so hoch. Da gilt dann, das ist UA-max zu UD, also UA1-max zu UD bei der Vollbrücke. Und der Modulationsgrad wird jetzt bei sinusförmiger PWM zusammenhängen mit der Amplitude des Trägersignals und der Amplitude des Referenzsignals. Das heißt, bei Sinus-PWM gilt, dass MU auch gleichzeitig die Amplitude des Referenzsignals geteilt durch die Amplitude des Trägersignals ist, UTR-max. Das heißt, wenn wir das nochmal angucken bei dem Halbbrückenwechselrichter, dann haben wir hier die Amplitude U-max oder UREF-max und wir haben hier eine Amplitude des Trägersignals UTR-max und dann ist dieses Verhältnis zueinander genauso groß wie das Verhältnis der Grundschwingung des Ausgangssignals zur maximalen rechteckförmigen Ausgangsspannung bei der Sinus-PWM. Weiter gilt jetzt noch, dass der Modulationsgrad zwischen 0 und einem Maximalwert von 4 durch Pi einstellbar ist. Tatsächlich dieser Wert Phi durch Pi wird nur erreicht bei der Grundfrequenztaktung. Das heißt, bei Sinus-PWM werden wir ohne weitere Maßnahmen nur zwischen 0 und 1 das einstellen können. Ansonsten haben wir keine lineare Sinus-PWM mehr und der Maximalwert wird nur bei der Grundfrequenztaktung erreichbar sein. Das ist also der sogenannte Modulationsgrad, also als ein Maß, mit dem wir bestimmen können, wie sich die Grundschwingungsamplitude zum Maximalwert der rechteckförmigen Ausgangsspannung verhält.